Es gibt Neuigkeiten zum Sonic-Sequel aus dem Hause Paramount. Vorab sei gesagt, dass hier natürlich eine leichte Spoiler-Gefahr lauert. Wenn ihr also nichts zum versehentlich angekündigten Neuzugang wissen wollt, solltet ihr diese Neuigkeit überspringen. Bisher war klar, dass Sonics Kumpane Tails in der kommenden Fortsetzung sein Filmdebüt feiern wird, nachdem er ohnehin schon in der Post-Credit-Scene des ersten Teils aufgetaucht ist. Auf der Website des United States Copyright Office wurde von Paramount eine offizielle Synopsis hochgeladen, die vielleicht etwas mehr verraten hat, als sie sollte. Darin steht unter anderem, dass Knuckles an der Seite des Antagonisten Dr. Robotnik kämpfen wird. Klingt erst einmal komisch. Schließlich ist er in den neueren Spielen doch immer als Kumpel des Blauen Eagles aufgetreten. Um sich einen Reim auf Knuckles möglicherweise böse Rolle zu machen, muss man einige Jahre zurück zum Release des Spiels Sonic the Hedgehog 3 gehen. In seinem damaligen Gaming-Debüt war der Rote Igel noch ein Gegner Sonics, da er, wer hätte es gedacht, von Dr. Robotnik aufgehetzt wurde. Später wurden die beiden dann aber offensichtlich doch Freunde und es gilt also wahrscheinlich, dass das freundschaftliche Verhältnis der beiden Igel gegen Ende des kommenden Films wieder neu aufleben wird. Die Synopsis verrät außerdem, dass Dr. Robotnik gemeinsam mit Knuckles einen mächtigen Smaragd sucht, der ganze Zivilisationen auslöschen kann. Sonic und Tails müssen das natürlich verhindern, weswegen ein Wettrennen um den Smaragd beginnt. Wie das Ganze dann am Ende des Tages aussieht, könnt ihr ab dem 7. April 2022 herausfinden.